Du möchtest gerne deine bestehende Wohnküche um weitere Möbel ergänzen und dabei das gleiche Design behalten? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Und dabei, wie immer, viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und wenn ihr schon eine gute Küche habt und das ist eine Wohnküche, und ihr möchtet den Wohnraum dazu gleich gestalten oder wie hier in unserem Projekt, wo die Küche, der Wohnraum und der Flur ein offener Raum ist, ein offener Bereich, dann könnt ihr mit Küchenmöbeln natürlich auch wie hier die Flurmöbel und wie wir gleich sehen werden, auch die Wohnmöbel kreieren und euch hier wirklich eine wunderschöne Wohnlandschaft gestalten. Unser Flurmöbel, wir hatten hier in diesem Gebäude die entsprechende Nische, haben wir mit einem 60 cm breiten Kleiderschrank, können wir auch gleich mal reinschauen, da haben wir die Kleiderstange, wo dann halt entsprechend Jacken etc. Platz finden kann, oben eine Ablage, Schal, Mütze, unten noch eine Schublade für Kleinigkeiten, dann haben wir hier einen 90 cm Auszugschrank mit einer darauf gesetzten Sitznische, die auch beleuchtet. Das Ganze ist wie die Küche grifflos. Übrigens, die Küche, wenn ihr die jetzt vermisst, die ist in einer extra Küchentour für euch bereits veröffentlicht. Dieses Video verlinken wir euch über die Infokarte. Und wenn ihr weitere Inspiration für eure Küchenplanung bzw. eure Wohnraumplanung sucht, dürft ihr gerne unseren Kanal kostenfrei abonnieren und keines unserer interessanten Videos mehr verpassen. Also das Ganze grifflos geplant. Wir haben die senkrechten Kehlleisten in Schwarz, passend zu unserem Küchendesign. Die Fronten in Weiß matt an die Fingerprint und die Sitznische in Eiche Chalet in komplett 2,5 cm starken Wangmaterial. Das Ganze schick beleuchtet. Apropos Beleuchtung, wir haben hier diese LED-Bänder mit unserem Kunden zusammen ausgetauscht und in der Küchentour habt ihr ja gesehen, welche Lichtszenarien hier alles möglich sind. Ja, neben der Sitznische kommt dann hier nochmal ein Vorratsschrank für Stauraum und den Vorratsschrank haben wir auch individualisiert. Das kennt ihr schon aus der Küchentour, denn unser Kunde ist sehr groß gewachsen und die standardmäßigen 4 Auszüge haben wir auch um einen Auszug ergänzt. Ja, und da wir natürlich auch die Raumhöhe ausnutzen wollten, haben wir dann entsprechend noch die passenden Aufsatzschränke auf unsere Hochschränke aufgesetzt und für eine einheitliche Linienführung in den Fronten mit den passenden Frontpassstücken gearbeitet und somit haben wir hier eine komplett geschlossene Nische. Ja, komplett geschlossen ist es nicht, aber das Wohnelement für die Technik und den TV kann sich natürlich auch hier sehen lassen. Ja, wir haben das gleiche Design. Wir haben unsere weiß-matte Front hier komplett eingehaust in das Wangenmaterial, wieder die 2,5 cm Stärke im Dekor Eiche Chalet, das Ganze wandhängend und wir haben hier insgesamt 4 80er Elemente, alle Puschte oben, außer natürlich der offene Teil, das ein passendes Regal. Der Hängeschrank, den gibt es so nicht, also haben wir auch hier ein bisschen geschummelt und zwar haben wir einen klassischen Glasvitrinenschrank, das schwarze Glas wieder passend zu den Glasvitrinen in der Insel der Küche und natürlich auch passend zum TV und darunter haben wir einen zweiten Hängeschrank geplant, beide Schränke öffnen mit Pushto oben und das Ganze, damit unser Trick nicht auffällt, wieder mit 2,5 cm starken Wangen links und rechts eingefasst. Und somit generieren wir Platz für
den 65 Zoll großen Fernseher. Ja, und das Ganze natürlich, wie die Küche auch, mit Möbelteilen von Nolte Küchen umgesetzt. Und damit halt haben wir hier ein Gesamtkonzept mit der großen Küche, mit einer schönen Kücheninsel, dem Wohnraum angeschlossen. Und wenn man ins Haus hineinkommt oder aus dem Haus wieder hinausgeht, mit der passenden Garderobe, mit dem passenden Flurmöbel. Wenn ihr jetzt auf der Suche nach weiteren Inspirationen für eure Küchenplanung seid, dann empfehle ich euch den Link und unseren Kanal dürft ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.